ist Ronja und das filmen wir möglicherweise mal wieder mitten in der Nacht. Es tut mir leid, an meiner neuen Kamera ist gearbeitet, die ist bald einzutreffen, beziehungsweise dann ist meine Lichtqualität nicht mehr so für den Eimer. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Wir machen heute Quizzes und zwar, um genau zu sein, Online-Quizzes, die mir und vielleicht auch euch, wenn ihr sie auch macht, vieles, und zwar wirklich vieles, über unsere Persönlichkeit verraten. Tests wie, wurde ich adoptiert? Welche Lichtschwerpfarbe bin ich? Oder, wie wird mein zukünftiger Lover slash Freund slash Ehemann, was auch immer, heißen? Wir wissen es nicht, wir werden es aber heute herausfinden. Wenn einer die Antwort weiß, dann nicht meine Eltern, ob ich adoptiert bin. Nein, das Internet! Um genau zu sein, testedich.de mit seinem 10-Frage-Quiz. Okay, let's go! Welche Lichtschwerpfarbe bist du? Welche Eigenschaften sind dir am wichtigsten? Rache, weise und hilfreich, Gerechtigkeit und Tapferkeit, neutral und klug, Spontanität und Geschicklichkeit. Welche Eigenschaften sind mir bei mir am wichtigsten oder bei anderen Leuten? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, bei mir selber. Wer sagt denn, mir ist die Eigenschaft Rache am liebsten? Das ist mir sehr wichtig. In meiner privaten Entwicklung, aber auch im Freundeskreis. Liebe es, wenn sich jemand an mir rächt. Ich sag mal, weise und hilfreich. Ja, ich denke, gegen ein bisschen Wissen ist nichts einzuwenden und hilfreich ist schon was Feines. Wähle ein Element. Blitz. Also, das letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es 4 Elemente. Feuer, Wasser, Wind und Erde. Jetzt gibt's Feuer, Wasser, Wind und Erde. Und Blitz. Ich meine, offensichtlich nehmen wir Blitz. Und das ist ja nicht mal eine Frage. Wie handelst du in einem Zweikampf? Oh mein Gott, ich liebe die Fragen. Aggressiv und ohne Skrupel. Pew! Okay, wie viele Zweikämpfe hatte ich in meinem Leben schon? Nicht so viele. Aber ich denke, im Zweikampf ist es wichtig, dass man da auch einfach sagt, okay, weißt du was, ich will schnell gewinnen. Aggressiv und ohne Skrupel. Aggressiv und ohne Skrupel ist es. Welchen Machtnutzer magst du am liebsten? Okay, hier kommt wieder ich hätte einfach keinen Star Wars Quiz nehmen sollen. Ich kenne mich ja gerade gar nicht aus. Es tut mir echt leid. Großer Yoda-Fan bin ich. Welche Umgebung magst du am meisten? Ein ruhiger Ort mit einem wunderschönen Wald mit vielen Tieren, aka da, wo ich aufgewachsen bin. Großer Baum. Klassische Umgebung, großer Baum. Wüste mit kleiner Oase, See mit Wasserfall und schönen Bergen. Das klingt schön. Wasserfall ist voll meins. Vulkanlandschaft ist auch schön, aber ich bin sehr für den Wasserfall. Welche Farbe magst du am liebsten? Pink gibt's nicht. Was ist näher an Pink dran? Lila? Lila mag ich aber nicht. Tatsächlich, ich sag Rot. Nee, Weiß. Weiß, 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 Weiß. Welcher Kleidungsstil passt eher am ehesten zu dir? Ich würde sagen, elegant und praktisch, ja? Denn wichtig ist beides. Aus was würde dein Lichtschwert bestehen? Wie würde es aussehen? Holz naturell? Praktischer Griff aus einfachem Metall? Schlicht aus Beskar? Einfaches Metall und Verzierungen aus Gold? Ich denke, hier haben wir unseren Gewinner gefunden. Wie würdest du vorgehen, wenn du alleine mehrere Wachen besiegen müsstest? Okay, ich bin allein, ich will vielleicht mal ausbrechen, ich muss mehrere Wachen besiegen. Ich würde sie doch nicht gefangen nehmen, wer bin ich denn? Ich würde sie bedrohen und Informationen aus ihnen herauskitzeln. Weiß ich denn, wo der Ausgang ist? Wo muss ich denn hin? Was für Informationen brauche ich denn von den Drachen? Das ist Quatsch. Ich würde auf meine Machtfähigkeiten vertrauen, obviously. Weil ansonsten schaffe ich es nicht gegen mehrere Wachen alleine. Die sind ausgebildet, ich nicht. Welcher Fraktion würdest du angehören? Keiner. Let's go. Mein Lichtschwert ist grün, denn du bist sehr weise und magst es am liebsten im Team zu arbeiten. Let's go. Nächstes Quiz, ja? Wie wird mein Traumprinz heißen, mit dem ich mein Lebensende verbringen kann? Weil manche von euch denken aus irgendeinem Grund, ich bin 42. Ich bin 22, okay? Nur um das mal klarzustellen. Ich habe auch keine Tochter. Irgendjemand hat das geschrieben. Ich bin kinderfrei und hoffe, ich bleibe das auch. Meine Lieblingsfarbe ist alle hellen Farben. Nächste Frage. Okay, noch einmal zum Anfang. Was hast du für einen Anfangsbuchstaben? R. Nächste Frage. Was machst du für Sport? Ich hasse Sport, will zocken. Sehr relatable? Tatsächlich aber nicht. Ich gehe ins Fitnessstudio, geht das auch?
Kampfsportarten? Nein, Tanzen, Reiten, Volleyball, Fußball, Handball. Ich habe im Sommer ein bisschen Volleyball gespielt. Ich habe mal getanzt. Ja? Hey, schon Frage 4. Also, wieso machst du den Test? Hat Auswirkungen auf die Auflösung. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, wie mein zukünftiger heißt. Hast du Haustiere? Nein, wir lieber zocken, mag Tiere nicht. Ich find's schön, dass man die ganze Zeit diese Zockenfragen kriegt. Aber ja, ich habe Haustiere. 2 Katzen. Wenn ja, welche? Hier, Hund, Katze, Kaninchen, Pferd. Bist du gut in der Schule? Ich war sehr gut in der Schule, ja. Was für Noten hast du? 1er und 2er. Hast du viele Freunde? Mal mehr, mal weniger oder ja, sehr viele. Ich habe nämlich Freunde. Es geht um Freunde. Es geht nicht um gute Freunde. Ich sag mal mehr, mal weniger. Kommt sehr auf meine Stimmung an. Manchmal ziehe ich mich zurück und rede mit keinem mehr für eine Woche. Und zu guter Letzt, wie gespannt bist du, wie dein Traumboy heißt? Und wie? Und wie? Ich kann es gar nicht erwarten. Mein Traumboy heißt Anton, Kevin, Emil oder Harry. Juhu. Ich freue mich schon auf meinen Lebensabend mit Kevin. Oder Anton oder Emil oder Harry. Heißen Leute noch Emil? Ist Emil nicht so ein richtig alter Name? Aber okay, hier haben wir unsere Antwort. Was ist eure Antwort? Habt ihr euren Traumtypen schon gefunden? Heißt eure auch Emil, Anton, Kevin oder Harry? Würde mich mal interessieren. Hi, und danke, dass du dich für diesen Test entschieden... Oh, warte mal, erst die erste Beschreibung. Hast du dich schon mal gefragt, ob du wirklich mit deinen Eltern verwandt bist? Ja. Oder hast du dich in deiner Familie schon mal merkwürdig fremd gefühlt? Ja. Hier findest du heraus, ob dein Bedenken berechtigt ist. Hi, und danke, dass du dich für diesen Test entschieden hast. Zur ersten Frage, wie sehen deine Augen aus? Mein Vater hat auch blaue, also wie die meines Vaters. Frage 2, wie sieht mein Mund aus? Geschwollen. Anders als die meiner Eltern. Ich hab keine Ähnlichkeiten. Frage 3, wie sehen deine Haare aus? Sehr anders als die meiner Eltern. Du hast vielleicht auch schon mal da gehört, was das Kinngrübchen zu den Erbanlagen gehört. Hast du eins und haben deine Eltern welche? Habe ich ein Kinngrübchen? Nee, oder? Kein Kinngrübchen für mich. Ich weiß nicht, ob meine Eltern eins haben. Ich glaube nicht. Ja, nein. Wie meine Eltern, glaube ich. Mal eine andere Frage. Wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? Okay. Ich dachte, ich bin in dem Online-Kurs nicht mehr beim Psychologen. Sehr gut. Besser als die zu meinem Vater, schätze ich mal. Weil das ist die einzige Option mit sehr gut. Alle anderen sind so, naja, gut ist es nicht. Ich würde schon sagen, dass ich zu meiner Mutter eigentlich ein gutes Verhältnis habe. Und die zu deinem Vater, würde ich sagen, ist ein bisschen schlechter als zu meiner Mom. Weil ich meinen Vater auch sehr selten sehe im Vergleich. Also würde ich mal sagen, es geht so. Natürlich gibt es nicht nur Mutter und Vater. Die Geschwister gehören auch dazu. Hast du welche? Und wie ist... Wieso geht's denn um das Verhältnis? Es geht doch nicht um das Verhältnis. Es geht doch darum, ob ich adoptiert wurde oder nicht. Ich würde sagen, gut, wie bei Geschwistern eben. Und nun mal eine etwas andere Frage. Wie würdest du reagieren, wenn dir gesagt wird, dass du adoptiert wirst? Ist das wichtig für mein Testergebnis? Ich wäre ehrlich, ich wäre nicht überrascht. Ich wusste es schon immer. Ich war im Herzen, war ich immer schon safe, dass ich adoptiert bin. Ich wäre nicht besonders überrascht. Im Grunde meines Herzens wusste ich es schon immer. Und noch einmal kurz die Frage 5 bis 7 zurückzufallen. Oh, Jungs, hört auf mit euren Beziehungen. Wie ist die Beziehung zu deinen entfernten Verwandten, Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins? Ich würde sagen, nicht so toll. Ich mache mit denen eigentlich nichts. Also ich habe legit keinen Kontakt mit denen. Ich habe neulich mal mit meiner Cousine geschrieben, so 3 WhatsApp-Nachrichten. Und zu guter Letzt, wie viele Babyfotos gibt es von mir? Oh. Also es gibt viele, aber ich sehe schon sehr anders aus. Schon recht viele. Ziemlich viele. Was ist davon mehr? Ziemlich viele oder schon recht viele? Okay, wir haben noch eine Frage. Last but not least. Eine allseits beliebte Frage auf testedich.de. Okay, warum machst du diesen Test? Weil ich endlich die Wahrheit wissen muss. Ja, nicht, ich will sie nicht wissen, ich muss sie wissen. Es ist gut möglich, dass du adoptiert wurdest. Aber denk daran, dass dieser Test von einer Amateurin geschrieben wurde. Hey, immerhin ist sie selbstkritisch.
Gut, das war's dann aber auch mit dem heutigen Video. Wenn ihr etwas über mich gelernt habt oder über euch gelernt habt, was ihr noch nicht wusstet, wie gesagt, Tests sind in der Videobeschreibung, dann könnt ihr die selber machen und euer Ergebnis reinhauen. Und vielleicht wurdet ihr auch adoptiert, so wie ich. Kann ja gut sein. Habt noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.